bist der ambitionierte Skifahrer oder Allrounder, der gern kurze und mittlere Radien sportlich fährt, dann ist der Rossignol Hero Elite Short Turn genau der richtige Ski für dich. In dem Video testen wir jetzt die Fahreigenschaften des Skis. Viel Spaß bei der Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Katharina und wir sind heute am Pitztaler Gletscher bei perfekten Bedingungen. Es ist ein bisschen Neuschnee auf der Piste, wir haben Sonnenschein, leere Pisten, ideal um den Ski heute zu testen. Wir steigen gleich mal in die Bindung und legen los. Bedingungen. Ich war heute schon mit Nick unterwegs, der wo einen Rossignol-Ski testet. Super! Wir kommen jetzt erstmal zu den Fakten und reden dann später über mein Testergebnis und über das Fazit. Der Ski hat eine Mittelbreite von 68 mm. Es ist eine sogenannte Power Rail von der Spitze bis zum Ende eingebaut. Die bietet mir Stabilität und Kontrolle. Die V-Form der neuen V-Titanalschicht bietet eine perfekte Skibalance, die aber rauen Bedingungen eine super Linie zulässt. Ich fahre den Ski in 1,74 Länge mit 14 Meter Radius. Welcher Länge für dich optimal ist, da berät dich gern dein Sport 2000 Händler. Aber jetzt genug zu den Fakten, jetzt gehen wir erst einmal in den finalen Skitest. Wie ihr gesehen habt, haben wir den Ski jetzt schon ausgiebig getestet. Es ist ein sehr agiler Ski, der mit wenig Kraftaufwand zu fahren ist. Perfekt ist er in den kurzen und in den mittleren Radien. Es ist egal, ob gerutscht oder gedriftet, er geht immer super. Aber am besten geht er sportlich auf der Kanten. Mir hat der Ski ein sehr hohes Maß an Sicherheit verliehen. Er hat eine hohe Bandbreite und ist sehr wendig auf der Piste. Deswegen komme ich zu folgenden Bewertungen. Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Ski sehr agil. Das heißt, ich darf ihm bei der Drehfreudigkeit eine 4,5 von 5 geben. Beim Kantengriff kriegt er eine 4 von 5. Auch bei härteren Bedingungen hält die Kanten super her. Bei der Kurvensteuerung hat er ebenso eine 4 von 5. Er ist sehr sportlich, das spricht für die Kurvensteuerung. Fahrcharakter ist fehlerverzeihend, der Ski macht alles und wenn ich mal einen Fehler mache, dann passiert mir auch nicht gleich was. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn euch interessiert, wie der Nick seinen Rossignol-Ski bewertet hat, dann schaut rein in den Link. Ich verabschiede mich aus dem Pitztal. Bis dahin.